Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Robins Finanzwelt. Heute habe ich hier wieder ein Update zur Gili-Aktie für euch dabei. Ich gehe wieder kurz und knapp auf die aktuellsten Infos ein und dann schauen wir uns natürlich hier auch den Jahreschart zusammen an. Und wenn euch mal wieder mein Kanal gefällt, lasst doch jetzt gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich natürlich sehr freuen. Und dann starten wir jetzt hier und zwar hier mit dem Kurs von Gili. Wir stehen hier bei 2,90 Euro aktuell, also schaut der eigentlich sehr, sehr gut aus. Wir haben ein ganz kleines Minus heute nur von 0,57%. Wenn wir schauen, das Allzeithoch ist nicht ganz so weit entfernt bei 3,58 Euro. Wir stehen hier auch im Kurzfristig. Trend weiterhin über der 50-Tage-Linie, also man hangelt sich so um die 50-Tage-Linie drumherum ähm, und ist hier eben über dem gleitenden Durchschnitt der 50 Tage. Auch im langfristigen Bereich sind wir über der 200-Tage-Linie, auch das sehr, sehr wichtig. Und somit schaut es hier eigentlich sehr, sehr gut aus, wenn wir uns anschauen. Wir sind hier von äh, knapp 1,80 Euro ungefähr wieder schön eben nach oben gewandert bis hin zu 2,90 Euro. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie hier die Reise weitergeht und was es für aktuelle News gibt. Ähm, Bilibili, CATL und Intel steigen hier bei E-Automarke Seker ein. Ähm, und zwar hat hier Gili eben jüngst ja die neue Marke auf den äh, Weg gebracht. Hier für den Eintritt in den Markt für Elektroautos haben sie das Ganze ins Leben gerufen. Und jetzt steigen hier auch Bilibili, CATL und Intel hier beim Startup ein. Also wirklich sehr, sehr große und starke Partner, die mit an Bord sind. Ähm, Sie stellten hier erstmals im März eben dieses Jahr äh, mit ca. 001 einen rein elektrisch betriebenen Shooting Break für den Massenmarkt vor. Also war sehr, sehr spannend. Es ist zugleich hier das erste Elektroauto der NEV Premium Marke ähm, hier eben von Geely und äh, das künftig hier auch im Direktvertriebsmodell auch angeboten werden soll. Und Seeker Intelligent Technology hat nun eine Investitionspartnerschaft mit strategischen eben Investoren wie Intel Capital, CATL und Bilibili. Und noch vielen weiteren hier eben unterzeichnet. Also sehr, sehr spannende Partnerschaften. Und Ziel der Übereinkunft ist es, die weitere Expansion der Marke an sich zu unterstützen, heißt hier. Und die Marke Seeker befindet sich hier im gemeinsamen Besitz von Gili und der Shehan Gili Holding Group. Also die, den beiden gehört das Ganze einfach. Und die Pre-A-Finanzierungsrunde folgt hier einer Evaluierung externer Finanzierungslösung des Unternehmens und wurde hier von der Intel Corporation als führender Investor äh, unter allen fünf Partnerunternehmen geleitet. Also auch hier ganz spannend, dass Intel hier mit dabei ist, äh, bezüglich einfach der Chips. Und das Konsortium bringt insgesamt 500 Millionen US-Dollar mit ein und erhält im Gegenzug rund 5,6 Prozent hier des erweiterten Aktienkapitals. Und die neuen Investoren sollen auch ihr jeweiliges Fachwissen natürlich mit einbringen. Auch das wird hier die Marke weiter vorantreiben. Ich bin gespannt, ähm, ja, wie hier der Start einfach läuft und wie hier die Zukunft auch mit den Kooperationen weitergeht. Wie gesagt, sehr, sehr große Partner mit an Bord. Könnte sehr, sehr spannend werden. Und ich bin gespannt, wo das Ganze hingeht. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr Gili hier ähm, in eurem Depot habt, beziehungsweise was ihr glaubt, wo die Reise hingeht. Ähm, auf jeden Fall haben sie hier schon mal einen gewissen Meilenstein gesetzt. Ja, und das war es jetzt eigentlich soweit von meiner Seite. Und wenn euch mal mein wieder meinen Kanal jetzt gefallen hat, dann drückt doch jetzt gerne den Abo-Button. Würde mich natürlich mega freuen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche allen einen schönen Tag, freue mich aufs nächste Video und bis zum nächsten Mal. Ciao!